So, Oskar kann dribbeln, habe ich gehört. Dann lassen wir ihn doch mal Ja, dribbeln. aber ob du das kannst, ist halt die Sache. Ne? Komm, du triffst doch eh nicht. Ja, der Himmel weint, weil er weiß schon, was du für eine Performance gleich abgeliefert hast. Elfmeter, hallo, was? Ich bin zu. Ich hab gar nichts gemacht! Nein! 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 Gar nicht! Nein! Doch! Ja! Ja! Nein! Ja! Balotelli! Hallo! Wenn das also, gefallen war, was hab ich denn bitte schön gemacht? Dann bin ich der Weihnachtsmann. Ey, komm! Ja, herzlich willkommen zu unserem Let's Play von FIFA 15. Mal wieder mit dem Bobo, den viele von euch vielleicht schon von den Destiny-Let's Plays kennen. Und der gerade schon sehr nervös war, weil hier eine Fliege rumgeschwirrt ist. Ah. Man muss aber auch dazu sagen, es riecht hier ziemlich streng, weil er ordentlich Angst in der Buchse hat. Ja, ist klar, Christian. Ja. Ja, heute, wie gesagt, spielen wir eine Runde FIFA 15. Würde sagen, wir legen auch direkt mal los. Oder hast du noch etwas? Ich habe nichts dagegen. Ich dachte, du hättest jetzt noch eine Lebensweisheit oder so. Lebensweisheit, ja. Bei dir ist eh Hopfen und Malz verloren. So, ja, spielen wir Deutschland oder Bundesliga, England? Was denkst du? Ja komm, du wolltest doch vorhin ein englisches Duell haben. Nehmen wir ein englisches Duell. Schön Premier League. Diese Nähe alle viel schneller und der englische Fußball ist ja eh ein ziemlich ja, körperbetonter und schneller Fußball. Ja, das passt. Ich bin eh der Zerstörer. Naja, für mich kann es da nur einen Verein geben. Genau. Den mächtigen Liverpool FC natürlich. So, dann nehme ich natürlich Chelsea. Das heißt natürlich, das ist ekelhaft. Aber gut, es passt zu dir. Ich bin Erfolgsfan, ich gebe es einfach als gut. Okay, dann passt es wirklich. So, die neue Du sitzt Aufstellung. Dann auch immer mit den ganzen reichen Bonzen auf der Tribüne und ziehst das Monokel zurück, meine ne? Zigarren. So, die Aufstellung sieht ja schon mal gut aus. Die ganzen neuen Leutchen sind am Start. Ja, würde ich sagen, es geht los. Ach Gott. Nur hier ein bisschen warm schießen vorher. Komm, du triffst doch eh nicht. Glück. Ja, komm. So, die Ladezeit natürlich sehr exquisit kurz, wie es sich gehört, für einen Next-Gen-Titel. Oh nein, wir haben den deutschen Kommentar an. Das ist doch furchtbar. Tja, Manni und Wolf Dieter. Nee, Frank. Manni und Frank. Du hast gerade bei einer anderen Fußballserie. Ja, also die Leute hört man schon seit 5 Jahren und ich glaube, die haben seit 5 Jahren nichts Neues eingesprochen. Also. Oder sie labern einfach immer noch den gleichen Dreck. Das ist wirklich schlimm. Also normalerweise immer englischer Kommentar. Die Jungs sind richtig gut, die versorgen einen auch mit Hintergrundinfos. Auch zur WM haben sie jetzt schöne Kommentare drauf ja, und ja. erzählen zum Beispiel, dass es die letzte WM von Steven Gerrard war und es aber nicht optimal gelaufen ist und all sowas. Das fand ich bisher eigentlich immer ziemlich cool. Ja, England hat sich ja bei der WM nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nee. Ich mag die Jungs eigentlich und ich bin so ein Idiot und sag vor jedem Turnier, die Engländer, diesmal kommen sie weit. Ja. Nicht umsonst heißt es ja, die Liga des Fußballs liegt in England, aber irgendwie das Gefüge ist schon ja, abgerutscht. Der Jugendfußball von denen ist aber auch, ne? Das ist, wenn du halt nur Geld auf den Kopf haust und dir die ganzen Stars holst aus dem Ausland. So, es regnet. Oh, Michael Oliver. Nicht passender könnte es sein. Ja. Ja, der Himmel weint, weil er weiß schon, was du für eine Performance gleich abliefern willst. Challenge accepted. Man muss dazu sagen, eigentlich mögen wir uns so halbwegs. Was denkst du? So, auf geht's. Ich fahre normalerweise eine recht defensive Taktik und lauere ja, immer. So. Du bist ein Konterschwein. Genau. Mal schauen, ob das bei dir zieht. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wobei du ja jetzt ohnehin die letzten Tage ja 24-7 FIFA gezockt hast und so. Ja, irgendwie muss ich auch ein Test werden. Starch, komm! Ah! Sehr gute Abwehrarbeit hier. Sehr gute Abwehrarbeit. Zurecht gestolpert hast du Aber hier einen. Fehlpass. Ah, das gibt's doch nicht! Komm. Ah! So geht das. Skrittel. FIFA ist so ein Spiel, was mit sehr großen Emotionen verbunden ist. Man hört ja oft von wegen, ja, Ballerspiele machen aggressiv und so, bei mir gar nicht. Also ich raste regelmäßig bei FIFA aus. Ich find's schön, dass das ist mit sehr großen Emotionen verbunden.
Und du redest so ein bisschen wie Randy Orton. Ach, verdammt! Verdrückt. So, Oscar kann dribbeln, habe ich gehört. Dann lassen wir ihn doch mal dribbeln. Ja, aber ob du das kannst, ist halt die Sache. Oh, er kann auch Fehlpässe spielen. Ja. Passquote Wiener Kreisliga D. Da kenne ich mich aus. Ach, warum läuft sich denn keiner frei hier? Wer ist denn dein Lieblingsspieler bei den Reds? Ja, ganz klar der Skipper. Ich meine, Gerard ist... Ja, es hört sich jetzt halt natürlich nach Tan Pathos an, wenn man sagt, der ist Liverpool, aber der verkörpert alles, was den Verein ausmacht und immer loyal geblieben. Cooler Typ. Ist auch mittlerweile fast an die 40, oder nicht? Also Steve, wenn du zuschaust, nichts gegen dich, aber... Wie alt ist er? 33? Ich weiß jetzt nicht genau, so um den Dreh rum. Ein bisschen. Ach komm! Red ruhig weiter, Christian. Eine besondere Taktik von mir ist auch, die Gegner voll zu lallen, damit die sich eben auf das Gespräch konzentrieren und nicht aufs Spiel. Oh, ich habe mich so an dein doofes Gelaber gewöhnt, das macht mir gar nichts mehr aus. Da bleibt der stehen, der Hornochse. Komm, Eden. Ah. Du hast auch eine Reaktion wie Rantanplan, ne? Große Töne, Christian. Ja, ja. Natürlich. Ach, was soll das denn? Scheiße. Ich habe eben noch PES gespielt. Das habe ich noch gar nicht gespielt. Verteidigung. Und irgendwie bin ich noch in der Mechanik da. Ach, was mache ich denn? Ja gut, Christian, also das Mittelfeld scheint ja bisher schon gut zu dominieren, aber vorne... Ich stelle mich gerade so doof an. Gar nichts. Man muss aber auch dazu sagen, im Gegensatz zu dir kann ich ja nicht den ganzen Tag rumpimmeln. Ich habe gerade noch eine Printabgabe in den Knochen und bin etwas müde. Also das soll jetzt keine Ausrede sein. Oh, Ober hat nur gewonnen, weil ich müde war. Ja, ja. So ist es ja auch. Ach komm. Das kann faul werden. Da! Hey. Also bitte, das gibt nichts. Also voll auflaufen lassen. Du einfach auf meinen Spieler aufläufst. Was soll ja, ich auf deinen Spieler. Komm, das war ein Verbrechen aus Hass, das hast du nur gemacht, weil er schwarz ist. Das weiß ich. Strikt von mir. Ach! Say no to racism. Wunderprächtig, immer schön über die Außen. Warum läuft Coutinho nicht mehr mit? Kein Bock. Fauler also, Sack. Wenn ich so einen hätte, der mich steuert, hätte ich auch keinen Bock. Manni Breukmann rastet aus. War ja auch ein ganz knappes Ding, muss man dazu sagen. Na, so wollte ich ihn eigentlich nicht spielen. Komm, Raheem! Nein. Oh, shit! Ja, da ist er nicht mit gerechnet, ne? Ich nicht, aber mein Torwart. Torwart. Glück nennt man sowas. Aber passt ja, denn es heißt nicht zu Unrecht, das Glück ist mit den Doofen. Freund der Sonne. Ja. Das ist so, eine Karte kriegst du auch noch, weil du unfair bist. Was? Ich bekomme eine Karte? Ja, natürlich. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, du holst da die ganze Zeit rein. Das geht so auch nicht mehr. Ja, das hätte also, ich aber bitte jetzt gerne nochmal gesehen. Ja, also, dann darfst du es nicht wegdrücken. Nein, ungerechtfertigt. Also bitte. Elfmeter, hallo. Was? Ich bitte dich. Ich hab gar nichts gemacht. Natürlich. Hallo. So wie... Ja. Kommt. Komm, das Beste ist, ich hab noch nicht mal auf Grätschen gedrückt. Ich wollte einfach nur klären. Anders kannst du nicht, mein Freund. Du hast... Bitte. Du hast den D-Zug in den Tunnel einfahren gesehen und hast die Notbremse gezogen. Da, schau. Ich wollte es noch nicht mal. Bitte. Du hast dich auf mein Bein geschmissen. Ach komm, als würde ich da ja drauf gucken. Du Dödel. Ha! Ha! Wow. Ganze Zeit dominiert worden und jetzt macht er mal rein. Ganz toll bist du. Tor ist Tor, mein Freund. Aber naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wir haben ja schon mal ein Spiel gegeneinander gemacht, ne? Wie ist das nochmal ausgegangen?
ist mir vollkommen entfallen. Da weiß ich nichts von Christian. Nee? Das musst du geträumt haben. Echt? Ja. Ach, das war ein schönes Chelsea-Fans sind zufrieden. So, Moment hier, meine Taktik. Oh, jetzt packt er den Bus direkt, ne? Konter und auf Defensiv schön mauern, wie Chelsea damals im Champions-League-Finale. Du bist so ein... 10 Mann in der Abwehr, 1 Mann in der Mittellinie. Ey, du bist echt ein Rattenjunge. Nein! Nein! Yes! Jawohl! Und wer hat's gemacht? Stevie. Nein, bitte, hier, Torlinientechnik und alles, das würde ich gerne nochmal verifiziert bekommen. Ja. Na gut, immerhin, jetzt ist er seine Schulden wieder frei. Er hat nämlich den Elfmeter verursacht. Ach, jetzt macht er ihn wieder gut. Die KI hatte Mitleid und hat ihn verursacht. Momentum. Steve Gerrard. Nervt dich die Fliege immer noch? Nein, das war ein Staubfusel. Ja, komm, 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 komm! Siehst du, das war auch wieder so ein typisches Kreisliga D. Einfach Ball nach vorne, irgendwer holt ihn sich schon. Ja. Ja, das ist mal ja von Mourinho gewohnt, dass er spielen lässt wie der Kreisliga D. Mit dem Brecheisen. Oder wie sagt man so im Fußballjargon? Oh, da lässt er sie austanzen! Ecke. Hm? Ja. Ja. Und nach Standards, da sind sie gefährlich. Ach, wie ich Manni Beugmann gerade hasse. Aber man kann ja jetzt auch hier taktische Anweisungen geben bei den Eckstößen. Taktik, weißt du, wie das überhaupt buchstabiert wird? Nee, dafür gibt's ein Lektorat bei uns. So, da sehe ich doch den. Eigentlich sehen meine Texte immer so aus: Spiel voll toll oder Spiel voll scheiße. Und das Lektorat macht dann den Rest. Geständnisse eines Videospielredakteurs. Da, guck hier, da liegt einer und heult. Ja, wir. Das ist, ich bin nur durch Foul zu stoppen und du nutzt das natürlich dann aus und holst. Ja, auch noch ein Stutch, ne? Drecksau. Willian auf der Bank, wer macht sowas? Schürrle hat eh eine gelbe, also wird er jetzt mal ausgewechselt. Ja. Und ich hau meine Geheimwaffe. Ah, Drogba ist er seit dieser Saison auch wieder bei Chelsea. Ja, aber was willst du denn mit dem Opa? Hey. Der kriegt auf dem Platz Essen auf Rädern serviert. Schwarze Maschine ist das. Die schwarze Maschine. Der Vogel hier. Also nicht der, sondern der davor. Balotelli. Kennst du den Clip, wo er noch nicht mal sein Leibchen anziehen kann? Nee, im Gegensatz zu dir gucke ich Männer nicht so gerne beim Umziehen zu. Ha! Wieder. Aber wenigstens bist du fair, das muss man jetzt sagen. Oder war das automatisch? Ah, irgendwie glaube ich dir nicht. Tja. Erste Halbzeit, soweit so gut. Tut sich nicht viel, würde ich mal behaupten. Lass uns doch mal. Ah, komm. Komm, ich hatte schon bessere Chancen. Auf die Statistiken werfen. Es ist schön, dass sie jetzt die Premier League wirklich vollständig lizenziert haben. Mit den Einblendungen und sämtlichen Stadien. Das macht schon ordentlich was her. Nur die anderen Ligen stinken dagegen natürlich so ein bisschen ab. Ne? Also was haben sie jetzt nicht an Land gezogen? Die brasilianische fehlt? Boah. Gott. Dafür ist die türkische dazugekommen. Die türkische ist jetzt auf jeden Fall Ballbesitz 66%. Ja, okay. Schüsse 2 zu 6. Aber ich würde sagen... Das ist voll ausgeglichen. Ich bin effizienter. Zwei Schüsse, ein Tor. Du hast einfach mehr Glück. Das ist eine 50er-Quote. Komm jetzt. Verschon mich. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Hast du irgendwas vor mit dem Ball? Ja, ich... wollte mich selbst austricksen. Das sieht der Trainer übrigens auch immer wieder sehr gerne. Tricksen in eigenen Hälfte. Beeindruckt den Gegner. Unwahrscheinlich. Ja, den hat es mir gut abgelaufen. Schau. Los, Willian. Gib Gas. Ja, vielen Dank für diese Vorteilssituation. Vorteilssituation, das ist ein Einwurf. Aber was für einer. Vielen Dank für diese Vorteilssituation. Ach komm, Stevie. Verdammte, wir holen zurück hier. Der Trainer gern. Also,
Außenläufer bist. Nein. 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 Ach, das gibt's doch nicht, ey. War das eine Fehlschuss? Nee. Balotelli ist einfach eine Graupe. Aber der hat ja wieder so ja, fast konservative Haare im Vergleich zu seinen Eskapaden, ja, in den letzten angeblich Jahren. Hat er ja auch eine Vertragsklausel, dass er sich nicht mehr zu viel Dünnschiss erlauben darf. Wie lange braucht er denn, um sich den Ball anzunehmen? Da? Dünnschiss, meinst du sowas wie von der Polizei angehalten werden und dem Polizisten dann zu sagen, ich bin so reich, ich kann dein Leben kaufen? Ja, sowas. Kennst du die Story, wo er zum Auswärtsspiel wollte und hatte kein Navi im Auto, in seinem Lambo? Nein. Da hat er einen Taxifahrer bezahlt, dass der bis nach London vor ihm herfährt. Das ist, also, Balotelli ist wirklich von der ganz schlauen Sorte. First World Problems. Zubar Rahim. Oh. Alter. Das war aber also sehr grenzwertig. Da kann man von Glück sprechen, dass der Torwart, der Schiedsrichter da mal zwei Augen zugedrückt hat. Das tut er bei dir ja immer. Ich bin ja auch ein netter Kerl. Ah, der kennt dich halt nicht so gut. Henderson, bei der Rangelei um den Ball. Glenn Johnson. Joe Allen. Entweder liegt es an mir, oder es hat sich echt wirklich was an der Spielmechanik getan, weil so viele Fehlpässe... Och meine Güte! So viele Fehlpässe wie im FIFA 15 hatte ich bisher noch nie. Ich finde es eigentlich besser. Man braucht ein bisschen mehr Kontrolle, aber... Ey, ohne Witz, der Balotelli, der trifft nicht mal das Wasser, wenn er aus dem Boot fällt. One-Touch-Fußball, One-Touch-Football-Kick-and-Rush. One-Touch-Football, du hast ihn gerade dreimal oder so angenommen. Schwarz kein. Schau dir das mal lieber an. Ah! Wer der durchgekommen? Was soll ich mir anschauen? Hätte, Fahrradkette, hä? Ja. Hätte, wäre, könnte. Fußball ist kein Spiel der Konjunktive. Mein liebster Kommentar aus der PES-Serie. Die sind ein... Todsünde, du darfst ja hier nicht die PES-Serie erwähnen, während wir FIFA spielen. Ah, der hätte aber locker mal reingehen können. Ach, Mini-Oli kann halt was. Ich habe früher lieber PES gespielt als FIFA. Aber die Kommentatoren da waren schon immer grausig. Man könnte fast sagen, da hat sich FIFA über die Jahre angepasst, dass die Kommentatoren mittlerweile auf demselben unterirdischen Niveau sind. So, 2 Euro darauf, dass er reingeht. Tja. Gut, dass du nicht zugestimmt hast. Was? Ich hab genickt. Ihr habt das alle gesehen. Das werde ich mir auf jeden Fall in der Wiederholung anschauen. Willst du dir wirklich deine Niederlage in der Wiederholung nochmal anschauen? Es steht 1-1. Ja. Dann redest du. Das ändert sich ja gleich. Letztes Spiel war ein bisschen aufregender. Fuck! Sehr gut. Aber man muss hier mal ein Kompliment machen. Es schafft nicht jeder, den kleinen Rahim zum Kopfball kommen zu lassen im Strafraum. Also, das ist schon exklusiv, Bobo. Ja. Ach, lauf doch anders! Mann! Der Allen, diese Graupe, ne? Woody Allen? Genau der. Ach Gott! Ja, ach, super! Gute Hacke! Ach, lauft! Oh, du Heckenpenner! Jetzt. Jetzt. Ballo! Mann! Der Ball ihm durch die Beine rollt, aber das hat er ganz, ganz locker gemeint. Als ob der sogar bis jetzt vorgerollt wäre, so mau und lasch wie der war. Halt die Fresse, Buschmann. Ey, was macht denn der Skrittel da?
Da ist es. Das geht doch gar nicht. Nein, doch. Ja! Ja! Ey, so ein unverdientes Lackertor. Sogar eine Prämie freigeschaltet. Ach, halt doch die Schnauze. Da bleibt mein Abwehrspieler einfach stehen. So ein... Oh. Tor ist Tor. Tor ist Tor. Naja. Komm, ich wechsle jetzt. Ein paar Minütchen hast du ja noch. Ach, halt die Schnauze. Alles wird gut, Christian. Ey, dass du dir jetzt darauf einen einbildest hier, ne? So, Drogba. Gucken wir doch mal, was... Meine Güte, du Lacker. Drogba hier veranstaltet. Der veranstaltet genauso wenig wie du die ganze Zeit. Der hat wahrscheinlich einfach nur wieder Glück. Von Galatasaray kam er, oder? Ja. Ich glaube, ja. Ja. Wo Poldi ja jetzt angeblich hin soll, beziehungsweise Galatasaray hat Interesse verkündet. Ja, aber Transferperiode ist auch um, oder nicht? Also jetzt kann er nicht mehr hin. So, jetzt wieder Mauern, alles auf Defensiv. Oh, wie sehr ich dich hasse. Fünfer Abwehrkette setzen. 5-5-2. Nein. Nein! Ja! Balotelli! Hast du den nicht eigentlich gewechselt gerade? Nö. Ich hab den Ellen rausgehauen. So geht das! Klarer Torwartfehler. Ey, komm, meine sind wenigstens rausgespielt richtig und nicht einfach nur Glück. Glück, sagt er. Ja? Skill. Pura Skill. Skill. Ich fall einem im Strafraum aufs Knie und krieg Elfmeter. Das ist Skill. Komm, Didi. Ah. Gegen den Opa kommt selbst noch ins Krittel noch an. Ja, ist klar. Noch seine Sergio Ramos. Schön Field Goal schießen. Tja. Ah, der Hazard. Drecksack. Warum rückt der denn nicht nach, ey? Was? Verdammt, meine Güte! Die Wiederholung des Tores. Die schlafen aber auch gerne da hinten. So, Drogba soll ja angeblich kopfballstark sein. Ja, der ist immer overpowered. Ja! Kopfschuss! Oh, Kopfschuss! Elfmeter, hallo? Nee. Wofür denn Elfmeter? So ein Rad ab. Oh. Ja, wofür du jetzt diesen Freistoß bekommen hast, erklärt sich mir nicht, aber... Ach, Ruhe, du hattest so viel Glück bisher, da darf ich auch mal welches haben. Was das jetzt allerdings war, weiß ich auch nicht. Da hautst du mir den Drogba um. Anders kannst du ja anscheinend nicht. Pff, bitte. Genau, die Fallsucht. Ja komm, es ist Männersport, wir spielen hier keinen Nonnenhockey. Ey, wie blöd kann man denn sein? Warum pfeift er ab, wenn sie kontern will? Sieht, dass der Ball kommt und stellt sich hinter den Gegner. Ah, so, klassisch in die Verlängerung. Natürlich, oder? Ja. Das wäre jetzt so richtig dreckig, weißt du, wir wollen was zeigen und müssen ins Elfmeter schießen. Shit happens. Also klar. Nein. Nein. Oh, da steht der eigene Mann im Weg. Hä? Ist jetzt los. Ja. Sorry. Vielen Dank für das Unterbinden meines Konters. Komm, ich reagiere jetzt 2 Sekunden. Ach Quatsch, ist schon okay. Wunderschön abgegrätscht. Ja, das finde ich auch ganz gut beim neuen FIFA, dass man jetzt die Grätschen echt besser timen kann. Ivanovic.
sowieso das Spiel ohne Ball. Was ist das für ein Pass? Ist, wenn man es selbst steuern kann, echt ein bisschen besser geworden. Man hat mehr Kontrolle. Nur die KI leistet sich halt manchmal schon so den ein oder anderen Patzer, wie der Skrito vorhin. Ich habe aber gehört, dass die Torhüter nicht wohl so ganz auf geistiger Höhe sind. Jein, sollte ja jetzt super neu sein mit neuen Animationen und neuer Torwart-KI und so. Die Animationen sind echt geil. Und teilweise fischen die auch echt... Ach, verdammt. Also sehen die nicht mehr aus wie Mr. Krabs? Nee. Die fischen jetzt auch teilweise echt mal mit tollen Glanzparaden noch Bälle aus dem Winkel, wo man denkt, die sind unhaltbar. Das macht schon Spaß. Allerdings lassen sie auch manchmal Popelschüsse durch. Das ist unglaublich. Verdammt. Da, anstatt einfach mal nur den Arm auszustrecken, setzen sich auf den Hosenboden. Und das kann dann schon mal nerven. Okay, jetzt haben wir sie aber beide blöd angestellt, kann das sein? Wobei du das eleganter gelöst hast. Nein. Oh, Mann! Da kriegt er den noch. Aber, ja, danke. Bitte? Ich wollte ihm mal helfen. Junge! Also, bitte dich! Das ist ein Pass auf eine Distanz von 2 Metern und der haut den sonst wohin. Oh, das ist gerade so unspannend. Ich mag dich auch, Bobo. Ich bin übrigens ein sehr schlechter Verlierer in FIFA. Ich auch, kriegst du doch mit. Ich mich bei den Gegentoren aufrege. Alter Scheiße. Lauf! Dürfen wir das Wort Kuh sagen? Ich hab's auch schon ein paar Mal gesagt. Code, verdammter Code. So ein Code aber auch. Jetzt zügle dich, Boris. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Gerard. Gebe mir Mühe. Henderson. Ach, doch nicht so kurz. Warum rennt er den Ball doch einfach nicht ab? Verdammt. Ach, komm schon, setz nach. Kacke. Ein Traumpass. Oh, hättest du mich nicht wenigstens umgrätschen können, dass ich einen Elfer krieg? Nein. Nein. Oh, mach weg damit! Weg damit! Mach! Nein! Scheiße! Boah. Den habe ich drin gesehen. Du hast so ein unverschämtes Glück, Junge. Chaos. Chaos im Fünfer. Mann. So, Diddy. Der Ray bleibt stehen. Diddy muss es ausbaden. Spannende Sache hier. Und erst recht spannend wird die Schlussphase. Wunderprächtiger Pass. Was macht's, Kritter? Oh! Gutes Timing, Hut ab! Ich bin gespannt auf diese Heatmap. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie 80% des Spiels nur im Mittelfeld. Oh, doch nicht! Das war klingonisch. Ja. Ich habe so ein Wörterbuch neben dem Nachttisch. Gute Flanke! Nein! Oh, das kann doch nicht machen, ey! Mann! Gut, dass du nicht schießen kannst. Habe ich noch irgendwelche Elfmeterschützen für die letzten 3 Minuten? Ja. Sagt dir das noch den Arsch? Kann Gegner gut Elfmeterschießen hier, das will ich jetzt wissen. Steht das irgendwo? Zuma, nie gehört von dem Kerl. 1,95 Meter, also. Was? So. Courtois ist mittlerweile besser eingestuft als Tschech. Ricky Lambert. So ist es richtig. Alle mal nach vorne. Ach komm, was tun wir jetzt weg hier? Da erkennt man übrigens deutlich, die spielen hier nicht auf Punktgewinn, sondern es soll der Dreier her. Das kann man gut machen. Drogba. Ach, Drogba, verdammt. Nein! Komm, Markovic! Die Intensität der Partie bemerkbar. Er wirkt erschöpft. Den machst du nicht. Nein! Mann! Das ist nicht wahr! Wo bleibt mein Angriff? Hast du sie vielleicht immer noch auf Defensive eingestellt? Das ist
Das war doch gar nichts. Mindestens gelbwürdig. Aus Frust tritt er noch mal. Hallo, bitte. Der so seine krummen Quanten gestolpert. So. Elfmeter ist immer so eine unwürdige Sache. Ja. Aber nun denn. Ach, wurscht, wer schießt. Elfmeter verkacke ich eben. Hallo, ich bin gesprungen. Ja, scheinbar nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Ach verdammt, da bleibt er stehen. Ich wollte ihn ganz dreckig machen. Scheiße. Komm, Didi. Du schaust doch rüber. Nein! Du kannst es dir hinterher angucken. Ich habe kein einziges Mal rüber geschaut. Sehe ich das nötig? Verdammte Axt. Ja, habe ich doch scheinbar. Ey, 3-11er gehalten und ich verliere das Ding noch, wa? Wie später gesprungen ist. Oh, es vibriert. Ja. Das heißt, wenn ich den habe, bist du am Popo. Komm schon! Ja, verladen. Nein! Wäre ich da einfach stehen geblieben. Ja! Das gibt es nicht! Hendo! Ja! Na gut, wollen wir mal fair sein. Ich gratuliere. Vielen Dank. War auch recht ausgeglichen, muss man sagen. War ein gutes Spiel, wobei ich im Nachhinein betrachtet sagen muss, dort ist schon die netteren Kombinationen. Aber das schreit nach einer Remont. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Eigentlich mit den gleichen Teams, oder? Nee. Zeigen wir ein bisschen was an. Wir nehmen was anderes. Wir könnten ja was Bundesliga-mäßiges machen. Entweder das... Was schwebt dir da so bevor, Bobo? Das ist ja, als hätten wir vorher noch gar nicht darüber gesprochen. Also, entweder, ja, wir... Oh! Wir outen uns mit unseren Lieblingsvereinen. Oder wir wenden die Häme und den Shitstorm von uns ab und nehmen irgendetwas Alltagstaugliches wie Dortmund und Bayern. Wir können ja eine Live-Abstimmung machen, denn das ist ja alles live hier. Also entweder das Rhein-Derby Köln gegen Gladbach oder den deutschen Klassiko Bayern gegen Dortmund. Wer zum Teufel soll abstimmen? Warten wir mal kurz auf die Ergebnisse. Oh, 99% für das Rhein-Derby. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Yeah! Auf geht's! Der glorreiche FC Köln gegen die Fohlen. Glorreich? Die erholen den DFB-Pokal, mein Freund. Ja, genau. Ach ja. Auf geht's. Nein, in Köln ist das ja immer so, du kennst das ja. Wenn die Mannschaft mal gewinnt, dann werden sie in den Himmel gehypt. Und wenn wir mal verlieren, dann will keiner mehr was mit denen zu tun haben. Aber glaube ich, also. Ich will auch mit euch nichts zu tun haben, wenn ihr gewinnt. Hast du eigentlich schon mal beim Karneval? Boah, ey. Ich hasse Karneval. Das glaubst du gar nicht. Ach, ihr habt doch dieses schöne Lied, ne? Kölle steigt ab, steigt ab. Kölle steigt ab. Genau das. Ne? Genau das singt ihr immer, ne?
Anfänger mehr als. Ja, siehst du, weiß ich doch ein bisschen was vom Karneval. Das war der Anpfiff, die Begegnung läuft. Wir freuen uns. So, Rot und Wies, wie es sich gehört, die Kölner Traditionsfarben. Christoph Kramer. Was für eine Sprache hast du gerade gelabert? Gölsch war das, Ming Jung. Einzige Sprache in Deutschland, die man noch trinken kann. Uah, aber nicht sollte. Was ist denn jetzt los? Ja, hast du dich schon direkt wieder fallen lassen, ja, oder? Nee, hier. Brutale. Abseits Gewalt. Bist du gelaufen. Ach so, okay. Ach, Bobo. Christoph Kramer. Oskar Wendt. Ja. Jetzt hör auf, da so rumzufuchteln. Ah, gib ja. mir den Ball. Helmes. Verdammt, Helmes. Strandl. Der Helmes. Das ist sehr länger. Er hat keinen Sprit mehr für den Moment. Ich glaube, wir jetzt mal FC spielen. André Hahn. Ah! Wäre der durchgekommen? Ja. Mein Junge. Sag mal, kam der Reus nicht von euch? Oder Özil? Ja, oder was? Beide? Nee. Nee. Özil war Werder. Özil, ne? Özil kam von Schalke. Zu Werder und dann. Aber Reus. Real. Ja, Reus ist eure Schöpfung. Ja. Und ein Tor. Schwitzige Finger habe ich. Über den muss man auch nicht reden. Janschke. Stranze. Komm mal, FC. Ach, verdammte Axt. Also ich bin mir ganz sicher, dass ja, wunderprächtig. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Habe ich eigentlich Udo auf dem Platz? Ich habe gesehen, dass er vorbeigeht. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre es gegangen. Na, irgendwie komme ich mit dem System noch nicht so klar. Raphael. System, ja. Ihr Gladbach hat System in eurem Spiel. Och Gott, was war das denn für ein Schüsschen? Ja, wir spielen Europa League. Wie man gestern sehen konnte, aber obwohl ich Konferenz geschaut habe, kam kein Spiel von Köln. Das hat mich doch sehr gewundert. Kannst du mir das mal erklären? Ja, die Lizenzen für Köln sind einfach zu teuer, das kann sich kein Sender leisten. Julian Gott. Ah ne, das läuft immer auf RTL, ne? So vom Niveau her passt das. Ja, genau. Oh, da weiß ich jetzt aber echt nicht, ob ich den Diss bringen durfte. Ah, müssen wir sonst rausschneiden. Das war jetzt ein Doppelhieb. Auf RTL und auf den FC. Ja, ja, sehr gut. Ach, jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe gar nicht so viel gegen den FC. Ich mag die Rivalität ganz gerne. Nur was mich ankotzt, sind diese Knallköpfe, die immer zu viel draus machen. Ich muss sie so mit Steinen bewerfen und ja, sowas. Das geht halt gar nicht. Absoluter Blödsinn. Also so eine schöne, gepflegte Rivalität. Ja, das macht es doch auch geil. Ja. Aber wenn man nachher noch ein Bier zusammen trinken geht, dann passt doch alles wieder. Aber hier die ganze, wie du sagtest, Steineschmeißerei, Klapperei. Komm schon. Horn. 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 Horn des Monats. Eieiei. Borussia Mönchengladbach. Das kann doch nicht sein, dass ich mir hier zweimal hintereinander so eine Klatsche fange. Was heißt denn Klatsche? Ich kann meine Freunde jetzt 11 Meter schießen und jetzt spielst du mit Köln. Was sollen meine Freunde über mich denken? Was, Freunde? Ach, an einer Hand abzuzählen. 4 davon. Und du hast beim Sägewerk gearbeitet. 4 davon kenne ich nur übers Internet. Ich habe 100 Freunde auf MySpace und noch keinen einzigen persönlich getroffen. Verdammt! Raphael. Hallo! Wenn das also, was hab ich denn bitte schön gemacht? Dann bin ich der Weihnachtsmann. Ey, komm! Der ist zu blöd zum geradeauslaufen und dann wird faul gegen mich gepfiffen. Sämtliche Register zieht der Bobo.
So, schönen langen Ball. Ja. So schön lang wie ich mir vorgestellt habe, war er dann doch nicht. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich lachen muss. Christoph Kramer. Ja. Ach, Dreck. Nee, ganz klar, einfach mal, nee. Der Computer sagt, nein. Ulysses, no. Ah, mein rechtes Auge brennt irgendwie. Weil mir Tränen vor Lachen kamen. Ausnutzen. Jetzt kann ich nichts sehen. Ja, schon wieder einer platt von dir. Christoph Kramer. Aber ich habe jetzt gerade Piratenansicht beim Zocken. Das ist auch nicht so schön. Ach, Hahn, geh doch in den Zweikampf, du Dödel. Komm, komm, Junge. Komm, mach Meter. Und raus auf den Flügel, ja, aber ja. Ja, leider zieht aber irgendwie keiner nach. Ich habe auch noch den Korb da. Ich wollte nicht. Ach, da ist er, da ist er, da ist er, da! Da ist er daneben! So, was muss man noch machen? Da ist er vorbei! Da ist Prima! Warum zum Teufel wiederholen die jetzt gerade dein Tor? Weil es so schön war. Oh, ey. Wenn das so weitergeht, müssen wir gleich mal einen Cut machen. Ich kann gerade echt nichts sehen. Tja. Das nutzt du aus. Dein Problem, nicht meins. Bist echt ein Arsch. Deshalb hast du keine Freunde. Ah. Nein. Nein. Reiß den um. Mach den platt. Komm schon. Ach. Das hält der Hornochse, ne? Hä? Ist er jetzt mit dem Ball ins Haus gelaufen? Geht es wieder mal lieber. Ist gerade echt nicht gut. Mach nochmal Pause und wisch dir die Augen aus. Ja, komm. Also. So, weiter geht's. Ich kann wieder aus der Wäsche schauen. Doof aus der Wäsche schauen. Ja, das wollte ich immer. Nicht sehen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball. Da hätte ich beinahe doof aus der Wäsche geschaut. Kruse. Gut, dass du mit einer Zweitligamannschaft spielst. Sehe ich keine Chance. Nein! Zum Teufel! Was soll das? Mann, ja! Das ist doch gequirlte Ziegenkacke. Traoré! Olé, olé! Nur weil meine Abwehr mal für einen Moment nicht aufpasst. Ziegenkacke, ne? Ich meine. Schau dir mal diesen Pass an. Ja, was machst du denn da? Wer macht sowas? Ja, du scheinbar. Ja, das, den wechsle ich aus. Ich meine, ihr habt eine Ziege als Vereinstier. Auf dem Wappen. Ach komm, das ist eine Ziege. Hennes, der, ich weiß nicht, wie vielte. Jetzt Schande über mein Haupt. Du bist ja ein Fan. Weiß nicht mal, wie viel der Hennes das ist. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Ah, das wird jetzt schwer. Nein. Was hast du für schnelle Außen? Machst du aber nicht. Ach, einmal zu weit. Ach, Scheiße. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Alter, da hätte jetzt aber auch kein Haar mehr zwischengepasst. Ja. Der war schön, ne? Können wir nicht noch einen Cut machen und überhaupt, seitdem wir angefangen haben zu spielen, cutten? Oh, aber warum schlägst du den auch nicht weg? Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist gerade. Auch wieder die KI. Ja. Es liegt nie an uns. KI-Fehler, Ballphysik-Fehler, hier alles. Ja, verpackt. Ja, Test kann man bei uns nachlesen, 42%. Ach stimmt, du hast deinen Test geschrieben. Wann erscheint er und wo? Der wird am Dienstag, ich gehe mal davon aus, wenn ihr das seht, ist Dienstag auch online zu finden zu sein. Auch online auf www? PCGames.de. PCGames.de. Ja, wo denn sonst? Gibt es noch andere Seiten? Ich glaube nicht, oder? Das Internet besteht aus PCGames.de. Google und PCGames.de. Ja gut, YouTube noch.
Wir sind wieder unterwegs, liebe Zuschauer, in der zweiten Halbzeit. Und wenn wir ehrlich sind, ja, wunderprächtig hier. Stellt sich eigentlich nicht mehr. Nein. Ich bräuchte eigentlich mal einen Counter, wie viel mal ich Nein gesagt habe während dieser Spiele. Und nun Traoré. Oscar Wendt. Den Ball holen. Mein lieber Mann, jetzt läuft der Ball aber wie abseits. Ja, aber sowas. Ach komm, war aber schön gespielt. Du überrumpelst mich immer über die Außen, verdammt. Ja, nicht nur über die Außen, auch durch die Mitte. So. Kevin Vogt. Raphael. Nordwald. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Christoph Kramer. Ach, was machst du denn, Hahn? Na gut. Hab ein Tor geschossen, da darf er das machen. Ach, verdammt, wir brauchen Poldi wieder. Matthias Lehmann. Da kann ich dir auch nicht helfen. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Hector. Super Flanke. Verdammt, Mann. Keine Gefahr. Nordweit. Komm, zieh am Trikot. Mach was auch immer. So, jetzt bin ich mal war gespannt, nix. Was der Hä? Hallo? Zieh am Trikot, mach was auch immer. War nix. War nix. Heute Spiel, heute Spiel. Überragend. Überragend. Die Freistöße verkacke ich immer. Was mich wundert ist, dass die nicht dieses Rasierschaum-Feature eingebaut haben. Also mit den Linien ziehen hier. Das wäre schön, ja. Die Mauer rückt nach vorn, das ist das übliche Spielchen. Und jetzt gibt's noch Gelb! In keinster Weise. Hallo? Weil ihr nach vorn gerückt seid. Nee, absolut parteiischer Schiri hier. Ach, verdammte Axt! War auch wieder Trick 17, wenn es selbst überlässt. So. Gut, dass ich nur gegen dich spiele. Er steht 3-0, verdammt. Und das nicht für mich. Tja, müsste es doch gewohnt sein. Nordwald. Oh, der hat ein gutes Auge. Er sagt Vorteile, Schiedsrichter. Klasse entschieden, genau richtig. Ach, Hahn, wär's mal nicht vorher ins Abseits gelaufen. Na, wieso? Dem Gegner um die Füße. André Hahn. Raus auf den Flügel. Getunnelt. Sowas gäbe im Training eine extra Runde. Maro. Helmes. Dass der Helmes diese graubliche Nummer 10 in Köln hat, war. Raphael. Das ist auch. Ey, Junge. Ach, verdammt. Ich stelle mich auch gerade an, wieso? Blutiger Anfänger. Es ist ja fast so schlimm wie unser Destiny-PvP-Debakel da. Ich habe ein paar Minuten davon gesagt. Ach, scheiße, der ist drin. Und hast abgeschaltet. Ja. Nee, ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe nur kurz reingeguckt. Aber es war sehr lustig. Ach, verdammt. Ah, macht auch noch... scheiß Helm ist das drin. Weißt du? Das war so typisch. Kaum sage ich was über ihn, macht er die Bude. Aber da ist jetzt, wenn er nicht getroffen hätte. Das wäre aber realistischer gewesen beim Helm. Schön mit dem Außenrist. Ja, komm. Wunderrichtig. Das Glück jetzt... 5 Minuten lang anschauen und da abfeiern. Hast du einen ordentlichen Kurani gebaut. Gelingen trotz Dummheit. Stranzl. Janschke. Kruse. Ah, verdammt. Und nun Matthias Lehmann. So, und raus. Janschke. Christian. Es steht 3-1, es sind noch 20 virtuelle Minuten. Oh, scheiße! Und ich mach nur noch Quatsch. Ja, aber ich gebe mich hiermit geschlagen, weil unsere Zeit auch langsam dem Ende zugeht. Ja. Das wiederholen wir nochmal. Es war auf jeden Fall eine Freude, jetzt. Mit dir hier antreten zu dürfen. Ja, aber wir werten es jetzt als 3-1 für mich, ne? Das ist natürlich. So natürlich. Hut ja. Ab. Und ja, danke für dein Spiel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
bei Kommentaren einfach hier unten die Funktion benutzen oder dem Christian eine Mail schreiben. Was? Also alle Spam-Mails, alle Beschwerden nur an Christian. So, vielen Dank und wie gesagt, vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.